Hallo, Typhon ist nochmal da. Ja, Typhon. Ist jetzt richtig? Du bist jetzt richtig. Super. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 28. 28. Und genau. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Islam? Also ehrlich gesagt schon sehr lange. Hm. Ich würde sagen schon Oberschulzeiten. Mhm. Und naja, bei mir war es eine Zeit lang, habe ich viel gelesen, viel nachgedacht, viel im Internet geguckt. Ich habe Zeiten, wo ich wieder ein bisschen vergessen habe. Und ich muss sagen, also ich lebe seit gut 5 Jahren, 6 Jahren eigentlich so gut wie es geht nach dem Koran. Also ich faste auch und ich hoffe, das ist nicht falsch. Ich faste und auf jeden Fall esse ich kein Schweinefleisch. Und ich will jetzt auch anfangen zu beten und deswegen ist auch diese endgültige Entscheidung zu konvertieren zum Islam. Weil ich merke, wie soll ich sagen, ich kann mir nicht mehr Zeit lassen, ich will es endlich machen. Und es ist immer der Mut, so jemanden zu finden, mit dem man reden kann und so als Neuling einfach in eine Moschee gehen und so, dann fühlt man sich so alleine, sagen wir. Und das ist immer mein Problem gewesen. Und dann bin ich zufällig beim Stöbern nach Religionen wieder auf eine Seite gekommen, die war Religion. Und dann habe ich mir da alles so ein bisschen angehört, geguckt, was da stand, gelesen, die Gebete und. Und dann habe ich zufällig die E-Mail-Adresse gefunden und dachte mir, dann schreibe ich einfach mal. Und dann gucke ich, was draus wird. Ja, inshallah, das wird der beste Tag deines Lebens sein, inshallah. Die Menschen in den Moscheen, das sind ganz freundliche Menschen, die werden sich riesig freuen. Aber es ist kein Problem. Wir machen das inshallah jetzt und dann siehst du, wie freundlich die Leute in den Moscheen sind, wenn du inshallah ab sofort dahin gehst. Also ich habe viele Freunde, die auch zu mir sagen, komm, mach endlich und komm, wir gehen. Und ich sage, ja, inshallah sozusagen jetzt die nächste Zeit. Jetzt will ich endlich hinter mir bringen, dass ich endlich richtig anfangen kann und mit meinen Freunden dann in die Moschee gehen, Freitaggebet und 5-mal am Tag die Gebete und. Also, dass ich richtig anfange, jetzt danach zu leben, richtig. Ja, Alhamdulillah. Dann machen wir das jetzt am Telefon. Okay. Also, du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Also, dass kein Gott außer Allah gibt. Ja. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Und jetzt machen wir das auf Arabisch und das muss richtig vom Herzen jetzt kommen. Das kommt hundertprozentig vom Herzen. Inshallah, inshallah. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Subhanallah. Ja, Alhamdulillah. Jetzt kann ich sagen offiziell, ich bin ein Muslim, Alhamdulillah. Alhamdulillah, du bist jetzt ab sofort Allahs Diener geworden und du bist frei von aller Sklaverei in dieser Erde. Schön, jetzt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Das ist die Freude, die man auch im Herzen spürt. Ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ab sofort bist du Allahs Diener und das ist eine Ehre für dich. Inshallah wird das mein Leben lang bleiben, bis an den letzten Tag meines Lebens. Inshallah, inshallah. Deshalb hat der Prophet, a.s. sein Bittgebet war immer, oh Allah, lass uns als Muslime sterben. Ja. Denn das ist der größte Gewinn überhaupt. Denn der Verlierer, der wahre Verlierer ist derjenige, der ohne Islam stirbt. Dann danke ich auf jeden Fall, dass wir das jetzt gemacht haben. Jetzt geht es mir auf jeden Fall viel besser. Alhamdulillah, danke Allah, der dich recht geleitet hat, Bruder. Ja. Allah hat in dir was Gutes gefunden, deshalb hat er dich recht geleitet, inshallah. Inshallah. Gut, danke ich. Okay, Bruder. Dann salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها